Reden wir doch einmal über was Unangenehmes. Als Musiker hast du natürlich die Bestrebung, dass du vor viel Publikum spielst. Nicht? Naja, jetzt ist es halt so, du hast nicht immer viel Publikum. Wie geht man damit um? Ich spiele seit 25 Jahren vornehmlich Wiener Lieder mit Patrick, mit den 16er Buben. Und meistens, muss ich sagen, Gott sei Dank, haben wir ein recht üppiges Publikum. Das heißt, es ist eigentlich die Räume, wo wir spielen, oder die Veranstaltungsplätze, wo wir spielen, die sind immer ganz gut besucht. Meistens voll, sehr oft ausverkauft, nahezu nie leer. Aber das kommt trotzdem vor. Und wir haben das letztens erst gehabt wieder. Da haben wir im Vormonat, waren wir, ich glaube sogar ausverkauft, im nächsten Monat haben wir schon, weiß ich nicht wie viele Reservierungen, also schon ziemlich viel. Und in dem einen Monat, wo wir gespielt haben, haben wir 16 Leute gehabt. Was macht man als Musiker? Jetzt gibt es manche, die sagen, naja, da spiele ich gleich gar nicht oder wieso mögen sie mich nicht mehr oder wie ist das? Und ich bin halt drauf gekommen, im Laufe der Zeit schaut es im Endeffekt, man weiß es ja nie. Es kommt halt, es kann einfach ein blöder Tag sein. Man fängt an zu analysieren, woran liegt es? Ist der Urlaub? Ist es ein Feiertag, ein Fenstertag? Ist es unter der Woche? Ist die falsche Uhrzeit? Ja, kann man natürlich alles analysieren. Manchmal hat es einen Sinn. In den meisten Fällen ist es so, dass es einfach ein Zufall ist. Das passiert schlicht und einfach. Man darf halt nicht die Nerven dabei verlieren. Und als Musiker ist es halt so. Jetzt gibt es zwei Varianten. Man spielt, um Geld zu verdienen, ist natürlich jetzt nicht so ratsam. Oder man spielt, weil es einen Spaß macht, eine Freude macht und weil man gern mit den Leuten zusammen ist. Dann, im zweiten Fall, ist sowieso wurscht, weil dann spielt man für 5 Leute genauso wie für 150 Leute. Es ist ja oft dann so, dass ich dann vom Veranstalter oder vom Wirten gefragt werde, Herrst, jetzt sind nur wenig Leute da, spielst du überhaupt? Und meine Antwort ist immer drauf. Ich spüre nicht für die Leute, die nicht da sind, ich spüre für die Leute, die da sind. Also, wenn man gern Musik macht, ist es eigentlich wurscht. Muss es eigentlich wurscht sein. Und ich weiß es noch von einem großen Künstler, vor Jahren, wie ich noch in Otterkring gewohnt habe. Ich war ja relativ nahe der Kulisse. Und da hat einmal ein namhafter Künstler ist dort aufgetreten, 3 Tage hintereinander. Der erste Tag war ausverkauft, der dritte Tag war ausverkauft und am zweiten Tag waren 20 Leute. Das ist ja so. Und der hat auch gesagt, that's life. Man darf sich einfach nicht stören lassen von der Tatsache, dass manchmal einfach weniger Leute sind. Das Beste draus machen. Dann wird es halt intimer, dann wird es gemütlich, dann wird es ruhiger, dann wird es direkter, es wird persönlicher, weil einfach du kannst besser auf die Leute eingehen. Das ist es so. Und dann verdienst du halt heute einmal nicht ganz so viel wie sonst. Aber wenn du gern Musik machst, dann spielst du auch gern. Auch wenn nicht viele Leute sind. Also, weiterspülen, dabei bleiben, Traum bleiben, den Menschen eine Freude machen und sich selber eine Freude machen, das ist mein Tipp zum heutigen Tage. Auf geht's, weiter geht's.